Jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu Box of Stop. Am Start sind mal wieder der liebe Herr Bananenbrot. Aloha. Und unser allseits beliebter Flexi als Chef. Hallo. Heute haben wir das Thema Konsolenkriege. Und mal gucken, was wir da jetzt für interessante und spannende Themen uns aus der Nase ziehen. Auf jeden Fall. Würde ich sagen, fahren wir los. Oh, ich such schon. Ja. Ich muss eh mal kurz drehen. Wo will er hin? So. Da steht der liebe Herr Bananenbrot noch, aber der fährt schon auch schon los. Ja, ja. Jawohl, Konsolenkriege. Also mir, also ich bin persönlich, meiner Meinung nach geht mir das tierisch auf den Senkel. Bin ich ganz ehrlich. Ja, mir auch. Mir auch. Es ist wie bei dem Spiel noch eigentlich allgemein so. Jedem das Seine. Ja. Dem einen gefällt das besser, weil er seine Gründe hat. Dem einen gefällt das besser, weil er seine Gründe hat. Ja. Weil man jetzt sagt, das hat bessere Technik. Das hat bessere Technik. Das hat bessere... keine Ahnung, Online-Features. Scheißegal, jedem das Seine. Ich habe ja vorhin kurz zu euch gesagt, ich habe mich mit ein paar Arbeitskollegen, ich bin PS4-Spieler, der andere ist Xbox One-Spieler und der andere ist PC Master Race. Mhm. Der gibt im Jahr locker mal 4.000 Euro für seinen Rechner aus. Immer das Neueste vom Neuesten. Wir haben uns gut 4 Stunden unterhalten. Muss also sagen, wir hatten Stromausfall auf der Arbeit und blieb nichts anderes übrig. Und jede Konsole oder PC haben Vor- oder Nachteile. Richtig. Die Xbox, muss ich ganz ehrlich gestehen, hat eine richtig geile Kamera. Also das Kinect ist hammergeil. Naja, gut. Machen wir es mal so. Jeder kann sich eins aussuchen, wofür er sprechen möchte. Also... Es sind 3 Leute... Ja, also ich sag mal ganz ehrlich, also Kinect ist, glaube ich, nicht so gut angekommen, wie Microsoft gedacht hätte, sagen wir mal so. Ich habe Spiele-Reviews gesehen, wo sich Leute wegen Kinect die Köpfe... Also sie hätten sich, glaube ich, ein bisschen mehr versprochen, glaube ich, Microsoft. Deswegen ist es auch dieses Jahr auf der E3 auch nicht gefallen, irgendwas Thema Kinect. Na. Ja, das sind halt auch so Sachen wie zum Beispiel was Sony mit der Vita, mit dem Remote Play und den ganzen Unterstützungsfeatures. Vita Support wird jetzt demnächst eingestellt. Ja. Aber halt, ich bin halt PS4 verschossen. Ich liebe das Gamepad von der PS4. Mhm. Generell, weil ich habe PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 gehabt. Mir liegt der Xbox-Controller nicht in der Hand, obwohl viele sagen, der sei der beste. Warten wir mal auf Banane. Mhm. Ah, da hinten kommt er. Der liegt mir nicht so dran, obwohl er ja angeblich ergonomisch geformt ist. Mhm. Eins ist es fett. Ja, und ich habe den Thema PC. Ich habe den noch nie in der Hand gehabt. Also den Xbox-Controller. Kann ich keine Meinung darüber bilden. Bisschen vor wie den von Nintendo, der so diesen langen Schenkel in der Mitte hatte. Mhm. Also den so N64-Controller. Okay. Genau, der N64-Controller. Mir ist gerade eigentlich so ungefähr liegt der in der Hand. Die Sticks sind eigentlich gut erreichbar, aber ich finde ihn halt zu klobig. Okay. Ja gut, und was der Xbox, ich weiß nicht, ob das man mit der PS4, mit dem PS4-Controller alle Features hat, was man halt mit dem Xbox-Controller machen kann am PC. So. Kannst du mit dem PS4-Controller auch. Ja, aber ob der jetzt alles, mittlerweile schon, es ging auch mit dem Zusatzprogramm. Mit dem DualShock 3, also mit dem PS3-Controller, ging das auch schon. Und man konnte sich damals schon für PlayStation 1 und PlayStation 2 einen USB-Adapter holen. Da konnte man mit den Gamepads auch am PC spielen. Mhm. Klar ist es halt mit dem Xbox-Controller leichter, weil er nativ von Xbox, von Microsoft Windows unterstützt wird. Mhm. Ja. Man muss sich halt nur einen drahtlosen Adapter holen, den steckt man in den USB-Port rein und verbindet die miteinander. Oder man hat einen kabelgebundenen. Ja, das geht auch. Kabelgebunden ist USB-Port. Ja. Gut, den PS4-Controller musst du auch kabelgebunden nutzen. Ja, eben. Da ist es noch nicht ganz soll, aber ja angeblich kommen, dass du mit dem Bluetooth-Dangle dein PS4-Gamepad, dein DualShock 4-Gamepad halt
ratlos verwenden kannst, obwohl ich sag ganz ehrlich, wenn ich PC spiele, ist eine Maus und Tastatur sowieso lieber. Mhm. Ja gut, aber ich sag mal, wenn du, weil es gibt ja immer wieder Streitereien, ja, warum soll ich als PC-Spieler mir eine Konsole kaufen? PC habe ich eh immer die bessere Grafik und habe eh immer die schnellere Version von Spielen etc. pp. Warum soll ich da eine Konsole mir holen? Ich sag mal, jeder hat halt, wie gesagt, so seinen Geschmack. Der eine PC, der andere Konsole. Aber ich sag mal, Feeling, Konsole und PC ist unterschiedlich, das stimmt schon. Also ob du jetzt mit der Maus Tastatur spielst. Ich hab einen Platten. Ja, du hast einen Platten? Ah, das ist schlecht. Okay, müssen wir eben ja. den AB, den ABAD anrufen. Für Banane. nein, aber wie gesagt, das Feeling ist natürlich unterschiedlicher, das stimmt schon. Also ob du jetzt mit Maus-Tastatur spielst oder mit einem Controller, sagen wir mal, du spielst jetzt zwei dieselben Spiele, ich rede jetzt mal von, sagen wir mal, Battlefield. Klar. Aber es bleibt ja im Prinzip, sag ich mal, jeden selbst überlassen, ob er sagt, pass auf, ich sitze lieber auf der Couch und zock da mit meinen Freunden, weil mittlerweile gibt es ja bei der PlayStation 4 jetzt auch Party-Chat, was ja mit der PlayStation 3 noch nicht ging, sondern ging es ja nur über das Spiel da halt zu chatten und alles. Aber, und halt der andere, der spielt halt auf dem PC und hat halt da seinen TeamSpeak-Server oder keine Ahnung und spielt da mit den Dings. Und im Prinzip ist ja eigentlich alles dasselbe. Nur meiner Meinung nach halt Geschmackssache. Klar, der PC ist natürlich leistungsstärker, weil du kannst ihn aufrüsten, Konsole nicht, ist schon richtig. Wenn jetzt viele aufschreien werden, ja, der ist aber viel schneller, viel leistungsintensiver, klar, sicher, selbstverständlich. Aber im Endeffekt bleibt jedem selbst überlassen, ob ich jetzt, sag ich mal, als PCler mehr Geld investiere, um meinen Rechner aufzurüsten, damit er leistungsstärker ist, oder ob ich mir eine Konsole hole, um gemütlich auf der Couch zu spielen, mit meinen Freunden zu spielen und da halt auch die neuesten Spiele habe. Da gab es ja jetzt schon die Antwort von den PC-Spieleentwicklern. Vorrangig ja von Steam. Steam bringt ja jetzt die Steam-Maschine raus. Und ich habe mich da ja auch mal ein bisschen erkundigt und auch mal in unserer Gruppe ein bisschen genervt. Ich habe mir mal die technischen Daten mal so vom teuersten Gerät rausgesucht. Also die teuerste Steam-Maschine liegt bei $5,000. Hardware-technisch, Kronkel PC ist ein Scheißdreck dagegen. Entschuldigung. Nicht böse gemeint. Aber drei Grafikkarten drin, 8-Kern-Prozessoren, bis zu 64 GB Arbeitsspeicher, 14 TB Festplattenspeicher, ist schon ein schnuckliges Ding. Nur zum Zocken ist mir das zu viel Hardware. Ja, aber mal ganz ehrlich, 14 Terabyte, nur im Games, wie lange willst du denn da zocken? Banane lachen, die Spiele werden immer größer von Jahr zu Jahr. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Guck dir mal an, wie groß, nur zum Bleistift, GTA. Und GTA futtert fast 50 GB auf der Platte. Deshalb haben wir noch Final Fantasy dazu mit auch nochmal knapp 40 GB. The Witcher ist dabei mit knapp 40 GB. Battlefield mit all seinen Add-ons sind 60 GB. Ja, ist ja alles gut und schön. Meiner Meinung nach ist für mich das rausgeschmissenes Geld. Weil warum sollte sich ein PC-Spieler jetzt so eine Konsole holen? Warum? Weil, toll, super, ich kann damit jetzt auf Couch sitzen, kann meinen PC-Spiel auf der Couch spielen. Warum? Warum sollte ein PC-Spieler das machen, wenn er weiß, ich kann meinen Rechner eh wieder aufrüsten, wenn es später ist? Die Konsole wirst du nicht aufrüsten können. Das ist aufrüstbar, die von L. Ja, von toll, L-Mail aber nicht unendlich. Haltes Wort, wird irgendwann mal sagen, kannst mich mal? Ich glaube nicht, dass sich ein PC-Spieler irgendwann wirklich sagt, oh ja, die kaufe ich mir jetzt und setze mich damit auf Couch. Ich glaube, PC-Spieler werden immer PC-Spieler bleiben und Konsolenspieler werden immer Konsolenspieler bleiben. Also ich glaube nicht, dass da, weil für mich ist es meiner Meinung nach ja halt nur was für Leute, die wirklich PC zocken und auf dem Couch sitzen möchten. Und ich glaube nicht, dass es wirklich ankommen wird. Es gibt Unterschiede. Es gibt auch Mischmasch. Ich beispielsweise, manche Spiele, sage ich mir, die will ich lieber auf dem PC zocken. Manche, die meisten, 95% der Spiele, will ich mit euch zocken auf der PlayStation, weil es bequemer ist. Ganz einfach. Ja, aber dann hole ich mir, dann lege ich meine 2000 Euro auf den Tisch und hole mir einen vernünftigen PC. Ist so. Fertig. Ich muss dazu sagen, ich habe mein Gaming-PC am Fernseher angeschlossen. Funkmaus, Funktastatur. Ja, also, geht auch. Funktioniert hervorragend. Ja. Klar, die Steam-Maschinen, die von Alienware, schickes Design,
praktisch, stellst einfach auf Sideboard drauf, nimmt nicht so viel Platz weg wie ein ATX Tower, weil die sind schon ziemlich groß. Ist nicht so laut, wenn ich meinen PC anmache und da die ganzen Lüfter eingebe. Was hat mein PC? Ich glaube, ich 6 Lüfter hat der. Mhm. Wenn die anfangen zu brummen, alter Schwede. Die sind ganz schön laut. Ja, ja, klar, sicher. Aber wenn man hier sagt, jetzt mal abgesehen von PC, wenn ich das höre, ich spiele lieber Xbox, PS4 ist scheiße. Ja, das kann ich sowieso nicht hören. Gut, beide so. Konsole haben für mich Vor- und Nachteile. Die PlayStation. Die PlayStation hat bessere, also die hat mehr Power als die Xbox. Mehr Arbeitsspeicher, besseren Arbeitsspeicher, bessere Grafik. Das ist unbestritten. Das geben auch die meisten Xbox-Spieler dazu. Ja. Oh, sorry. Einfach, neutral. Ja, dazu kommt noch die Xbox, sieht aus wie ein alter VHS-Rekorder. Gut, gut das Aussehen, das Design, gut, wie gesagt, das ist auch Geschmackssache dann. Aber ich weiß nicht, gibt es eine Share-Funktion eigentlich bei der Xbox? Ich glaube nicht, ne? Das ist zum Beispiel auch wieder... Gibt es? Ja. Doch, gibt es. Du kannst von der Xbox mittlerweile streamen. Okay. Du kannst auf Twitch streamen mittlerweile streamen. Okay. Aber ist noch nicht so gut, haben sie gesagt. Ist noch nicht so gut. Aber ich muss trotzdem sagen, Microsoft hat das bessere Netzwerk. Ja, gut, das mag sein. Das mag gut sein. Ich erinnere normal an Weihnachten. Lizard Squad hat es ja geschafft. Das Sony PlayStation Network und das Xbox Live wollten sie ja außer Betrieb setzen. Ja. Durch ihre Bot-Angriffe. Ja. Also DDoS-Angriffe. Microsoft ging kurz in die Knie, war aber dann innerhalb von 8 Stunden wieder online und voll funktionsfähig, während das von Sony, wie lange war das offline? 5 Tage? 6 Tage? Ja, irgendwie sowas. Wo es nicht ging? Oh, es ging ja gar nichts, nichts. Sagen wir es halt mal so, die haben halt ein bisschen mehr Erfahrung in der Hinsicht, ein bisschen mehr finanziellen Background. Na gut, das heißt Erfahrung, ich sag mal, Server liefen ja damals schon bei der PlayStation 3, also das ist ja Quatsch. Ne? Ich sag mal, sowas kann ja auch bei Xbox passieren. Ne? Ja, es muss ja nicht nur Sony treffen. Ich weiß noch, wo sie bei der PS3 auch das Netzwerk gehackt haben und sämtliche Bankinformationen von unten geklaut haben. Mhm. Für Leute, die ihre Bankdaten hinterhergelegt haben. Ja. Sony hat in ihrem System sehr viele Sicherheitslücken, wo Microsoft wirklich permanent dran arbeitet, die dicht zu machen. Mhm. Und was toll ist, bei der Xbox kriegst du ein Pop-up, wann Serverwartungen sind. Sie haben es schön und toll, sie haben bei PlayStation eingebaut dieses Alerts von PS4, also diese Notifikationen. Mhm. Ah, es weist nicht darauf hin, mein PlayStation Plus läuft in 5 Tagen aus. Mhm. Super. Kannst du mich nicht auch darauf hinweisen, dass in 4 Tagen am 17. um 14 Uhr für eine Stunde die Server nicht erreichbar sind wegen Serverwartungen? Weil wenn man dann im Netz guckt, ist ein Geflame da, scheiß Sony, scheiß PSN, die kriegen ja nichts auf die Reihe, schon wieder ist alles gestört. Sie kündigen aber vorher alles an, ne? Nur diese Seite, wo es halt angekündigt ist. Wieso? Findest auf jeder Newsseite. Das ist ja Quatsch. Du findest auf jeder Newsseite, dass Wartungsarbeiten sind, meistens eine Woche sogar vorher schon. Spielmagazin beispielsweise. Ja, oder Play 3. Du findest auf jeder Seite, ob Wartungsarbeiten sind. Ob Sony das jetzt irgendwie vorher raus hat auf seiner Seite, das ist natürlich Marketinggeschichte oder beziehungsweise Newsgeschichte von denen selber. Na? Das ist so eine Sache. Aber das Rumgeflame ist dann trotzdem auch wenn sie es vielleicht eine Woche vorher wissen. Na? Aber ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt gestern beim Kundensupport von Sony PlayStation angerufen, weil ich ein kleines hardware-technisches Problem hatte. Mhm. Es ist keine Bezahlnummer, es ist eine Rufnummer aus Neu-Isenburg. Es ist eine stinknormale Festnetznummer. Wartezeit
waren keine 10 Sekunden. Ich habe sofort eine freundliche Mitarbeiterin dran gehabt, habe dann mein Problem geschildert, hat mir sofort weitergeholfen, war voll zufrieden mit dem Support. Ich musste mich halt an den technischen Dienst wenden, das ist halt ein Außendienst. Die waren wiederum, da ruft schon wieder so einer an, dieser so ein Gamer-Freak, was hat der jetzt schon wieder kaputt gemacht, nach dem Motto. Muss das sagen, es geht halt um mein Headset, was von Sony ist, ist das von mir gebrochen. Sony sagt Garantieproblem, Garantie deckt das ab, der Reparaturservice sagt, das lohnt sich nicht einzuschicken. Ich muss denen ja erstmal nachweisen, ob ich das nicht mutwillig kaputt gemacht habe. Ich denke, die Konsolen, die nähern sich immer weiter an von den Dienstleistungen her, also jetzt von den Sachen, die man machen kann, wie streamen und bla bla bla. Vom Support, von allem. Die Technik kann man nicht mehr viel ändern, die würde da eigentlich gleich bleiben. Und wo sich Xbox einfach tierisch verkackt hat, war mit den Sachen, die sie am Anfang bei Release, vor Release verkündet haben, irgendwann verlangt haben, wo die Leute einfach schon so sauer waren, dass sie gesagt haben, leckt mich, die kaufe ich nicht. Dann haben sie unter dem Druck, sind sie eingebrochen, haben sie fast alles wieder rückgängig gemacht. Aber der Image-Schaden war da. Das stimmt. Da, wo du gerade Image und das Ganze sprichst, darf ich euch um was bitten? Was denn? Was? Anhalten? Ich weiß, es passt nicht ganz so zu Boxenstopp, Pipi machen. Aber ja, anhalten. Nein. Eine Schweigeminute für Mr. Iwata. Ja, eine Schweigeminute. Wir halten hier kurz zusammen an. Ich stelle mich in die Mitte. Eine Schweigeminute. Moment, wir schauen mal eben kurz auf die Uhr und dann schweigen wir mal eben. Und zwar genau ab jetzt. Jawohl. Das war eine Salut-Lichthupe. Salut. Für viele, die ihn vielleicht nicht kennen, Mr. Iwata war der CEO von Nintendo. Seit 2002 ist in 2 Wochen an Folgen von Gallenkrebs verstorben. Er hat viele Generationen vereint. Er hat Nintendo aus einer großen Krise rausgeholt. Und er hat sich damals um die Konsolenkriege nicht geschert. Er hat sein Ding durchgezogen mit seinem Unternehmen. Auf ihn ist die Wii gewachsen, wo ich ganz ehrlich sage, es ist die beste Konsole von allen. Weil das, was an Technik in der Wii drin steckt, da kann keiner das sind die Grenzen mithalten. Die Spiele reizen das noch lange nicht aus. Ja, ja, das stimmt. Und er hatte mal eine Idee gehabt, er wollte ja eine Konsole mit allen dreien, sollten eine zusammen herstellen. Die technische Power und die Innovation von Sony, die Online-Funktion von Microsoft, von Xbox, Microsoft und die Familienfreundlichkeit. Die Innovation und die Tradition von Nintendo. Ja. Ja. Und das war damals sein Traum und es ist ja, ich hoffe, dass es irgendwann mal Wirklichkeit wird. Es ist ja auch momentan kursierte ja auch vor kurzem sogar noch, ich weiß nicht genau, wann wir das Video ausstrahlen, aber ist wahrscheinlich dann schon ein bisschen länger her, kursierte auch ein paar Bilder, wo der liebe Iwata da auch angefangen hat, mit Sony zusammenzuarbeiten. Wo die wohl zusammengearbeitet hatten, dass sie beide eine Konsole entwickelt hatten. So ein Prototyp-Bild gab es da. Und ja, hatten sie auch. Genau, das sah so ein bisschen aus wie Super Nintendo mit Sony-Spielekonsole.
No. Die Play Me. Genau. Nein, die Super Ninstation 446. Super Ninstation, ja. 446. Ja. Er hat Spiele auf den Markt gebracht. Er hat Spieltradition weiter aufleben lassen. Und jeder von uns, egal wie alt, wann geboren, hat mindestens einmal in seinem Leben den Nintendo besessen, in der Hand gehalten oder damit gespielt. Oder hat Mario gespielt. Sei es der alte Game Boy. Ja. Sei es Game Boy Advance, sei es die DS. Sei es eine alte Super Nintendo oder die Wii U. Jeder hat Kontakt mit Nintendo gehabt. Ja. Und er war im Grunde der Begründer unserer Gamer-Karrieren und so ein bisschen der Mitgestalter unserer Kindheit. Das stimmt. Ein Zitat von ihm gefällt mir ja sehr gut, was er gesagt hat, 2005. Ich bin ein Chef einer großen Firma. Auf meiner Visitenkarte. Ich bin Spieleentwickler, aber im Herzen bin und bleibe ich ein Gamer. Ja. Boah, ich krieg Gänsehaut, verdammt. Ich auch. Das war einfach ein grandioser Mann. Und er ist nicht alt geworden. Und es heißt halt wieder so, die Besten sterben früh. Ist es leider so. Ist es leider was Wahres dran. Ist es wirklich so. Die Besten sterben immer zuerst. Das ist leider so. Jetzt schwebt auf einer Wolke mit Pikachu, Mario, Zelda und Metroid. Er hat ja auch hier Pokémon erfunden, ne? Rot und Blau, glaube ich, damals. Ne? Er hat damals dafür gesorgt, dass viele Pokémon-Spiele rauskommen. Ja. Man muss halt dafür da auch sagen, er war Chef von Nintendo 2002 bis jetzt. Er hätte sich ja unheimlich hochgearbeitet auch, ne? Er fing ja ganz klein an, ne? Man muss dazu sagen, er war der Erste, der nicht zur Familienhierarchie gehörte. Ja. Nintendo wurde 4 Generationen lang von Familienmitgliedern geleitet. Und haben früher Pornos und Spielkarten verkauft. Jeder hat jung angefangen, aber Nintendo hat eine lange Geschichte. Und ihre Videospiele, ich mag sie. Ich habe selbst noch alten Gameboy Advance herumfliegen. Dürfte ich an dieser Stelle mal was fragen? Was denn? Was haltet ihr von der Idee, wenn wir alle mal irgendwie so ein bisschen das Geld dafür zusammen übrig haben, dass sich jeder von uns eine Wii U holt, dass wir irgendein Online-Game haben, das wir zusammen zocken, weil das geht da auch. Mario Kart. Und dass wir den Geld genau denselben Schmarrn, den wir hier machen, Mario da Kart. Mario Kart 8. Ja, klar, machen wir Mario Kart. Eine Wii U und Mario Kart 8. Oder Smash, zocken wir dann hier zusammen. Wir können mit Skype oder PlayStation in der Party gehen, dass wir zusammen zocken, dass wir zusammen reden und dann einfach mal Nintendo zocken zusammen. Was haltet ihr davon? Ja. Das ist eine gute Idee. Ich würde sagen, wir machen mit der Idee, würde ich sagen, machen wir sogar in der nächsten Folge erstmal mit weiter, weil die Idee finde ich immer gar nicht mal so schlecht. Und wir haben noch viele weitere Themen für die nächste Folge. Und hier ist, guck mal, hier ist ein Motel oder ein Drive-In. Würde ich sagen, können wir mal hier halten. Jo. Ne? Ich schlaf bei Flexi im Bett. Ich stell mich mal hier hin. Die Jungs, die kommen auch gleich. Und, So ein bisschen halt die... Entschuldigung. Ja, würde ich sagen, wie gesagt, das Thema mit Wii U und alles und weitere Themen, würde ich sagen, erfahrt in einer weiteren Folge Boxenstopp. Und wir verabschieden uns, oder Jungs? Bye, bye. Gott, jetzt habe ich Pipi in den Augen. Ciao. Jo, macht's dann gut. Auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.